Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit unserem Bumsfrosch, Hallo. Dem DigiGamer, Hallo. Inanna Torres und auch, na, wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Doch, hinter mir war er. Mit da. Mir ins Feld. So, wir haben den Ochsentotem. Jetzt machen wir es mal auf den Weg zum Vielfraß. Auf geht's. Machen wir es einfach Inanna hinterher. Flop. Ui. Ach, wieder diese Scharfschützen hier. Oh, zu hoch. Zu niedrig. So, ach da. Kanickel aufsatteln. Flupp. Kanickel, Alter, wie 2016. Ja. Noch habe ich ein paar Monate, um es in diesem Jahr noch zu schaffen. Schauen wir mal. Du glaubst noch nicht dran, ne? Nee. Ich habe auch so leichte Zweifel. Naja, ich habe noch ein bisschen Urlaub übrig. Da könnte sowas klappen. Oh, hier ist eine Scherbe Jormax. Wer es vielleicht noch nicht hat. Oh. Warum sind wir denn zum anderen gegangen? Hier, der eine ist auch viel näher dran. Da waren wir doch schon fast. Och, das hat er jetzt in einer vorgeschlagen. Da unten, ne? Wir müssen es ja sowieso beide machen. Bergungsraufen. Als die Ausbeute beim Bier war. Tup, tup. Aber hier ist auch ein Aussichtspunkt tatsächlich in der Nähe. Kann man sich dann vielleicht danach auch direkt holen. So. Eventuell sogar vorher. Wo seid ihr denn jetzt hin? Ich habe zu diesem Vielfraß Totem. Aber hier ist halt dieser Aussichtspunkt direkt in der Nähe. Achso, den habe ich schon. Den ich noch nicht habe. Guck. Hallo? Jetzt. Kamera schlecht. War's halt ein böser Junge. War's halt ein böser Junge. Nee, die hier sind doch auch diese Magiekugeln, aber die geben halt keine Magie, sondern irgendwie 10 Karma. Okay. So, das muss man anscheinend ja jeder selbst machen. Verstehe, der mächtige Kommandeur kommt, um meinen Toten zu holen. Seid ihr bereit für das Privileg zu kämpfen? Nur wenn ihr bereit seid, es mir zu überlassen, wenn ich gewinne. Okay.
Arena. Genau das Richtige für mich. Und anscheinend gibt es hier Ausweichsachen. Oh, ich habe jetzt gar nicht gelesen, was ich machen soll. Scheiße. Wie immer. Ah, ich soll ja bestimmt da rein, ne? Ob es schlecht ist, in diesen Sachen reinzusteigen. Bin mir da echt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob man in diese Felder reingehen sollte. Der friert mich immer ein, die dumme Sau, ey. Ja. Und. Oh lol, ey. 2 Minuten, 1 Sekunde. Zwei Minuten genau, wer Gold besitzt. Yeah, baby! Gold. Schließen! Ich hab den noch nicht besiegt. Das dauert bei mir auch noch ein bisschen. Meister, Sie haben mich besiegt. Sie sind der Geilste. Alles klar, hat ich gehe. Der Allergeilste. Ja, natürlich. Ja, bei mir. Hm? Der Größte. Ja, genau. Was? Bisschen hier mehr Nahkampf. Ja, als Druide ist halt auch schwierig, wirklich Schaden aufzuziehen. Macht halt nicht so viel Schaden. Hier hast mein Totem. Hätte ich das gewusst, dass du so ein geiler bist, hättest du es gleich bekommen. Ja, ja. Genau das wäre da. Ey, tatsächlich doch noch Silber. Mit sowas hätte ich nicht gerechnet. So. Ich glaube auch Silber gekriegt. Wenn ihr zu Beltrang wollt, müsst ihr zunächst sagen. Ich habe seit nun langer Zeit nicht mehr so kämpfen müssen. Hab Dank, Kommandeur. Ich fühle mich immer noch wie Maxkraft durch mich strömen. Eine Dokumente, die ich vielleicht niemals bereinigen kann. Aber das erinnert mich an bessere Zeiten. Sehr schön. Ein paar Trüchen. Ja, Kaninchen. So, und jetzt kann ich hier, glaube ich, raus. Zack. Hm.
Sind alle schon wieder draußen? Ich war der Letzte. Natürlich. Naja, du warst zwar vor mir fertig, aber ich bin schneller raus. Ja, ich brauche immer ein bisschen. So, jetzt noch ganz viel telefonieren, das lese ich jetzt nicht vor. Pause telefonieren? Nach Kretia, die sich meldet, Rutlock. Was ist hier? Ah, ein Buch. Wo? Oh. Quelle der Begierde. Ein Porno. Wo? Oh. Ein Baum? Den kenne ich. Hier dazwischen dem Baum. Ja. Da steht noch ein Heldenbanner rum, falls du brauchst. Nö, okay. Hier gibt's keine Pornos. Bei mir gibt's keine Pornos mehr. Das habe ich schon gefunden wohl. Natürlich. Och nö. Ich wollte dich nicht angreifen. Macht das auch jeder? Für sich? Flug des Adlergeists? Keine Ahnung. Ja. Sind irgendwie alles im okay. Spiele. Also kommt der Packkommende zu mir, Katzenbild zu schultern. Wenn man es würdig erweisen, eigentlich nicht. Ihr seid mindestens 28. allmächtig Wesen, also wild und breit. Ja, kann ich mit interagieren jetzt? Spielen. Das ist Adlers Zeit, bis Adler Einfluss nachlässt. Was soll ich denn machen? Einfach hinterher fliegen. Jetzt? Achso, den großen. Ah, okay. Jetzt. Was ist eins? Ist ein schneller Fliegen oder was ist eins? Ja, kurzer Schub. Und man muss doch recht mittig durch, also. So kurz nur am Rande. Dran reicht nicht. Man kann im Flug auch straven. Ich greifen die einen hier nicht an. Oh, jetzt spricht noch Redlock hier mit mir, ey. Ja. Yeah. Beschiss. Redlock hat sich eh zu so einer Labertasche, ey. Ja. Da ist was dran. Bedenkt, dass er sonst mehr ein Mann der Handlung war. Des Handelns. Silber. Upp. Ja. Reicht das? Ja, ne? Ja. Oder muss man mehr? Solange du. Auch Bronze reicht. Das ist mein Schicksal. So. Irgendwo ist hier ein Aussichtspunkt in der Nähe. Fliege ich mal schnell hin. Okay. Du kannst da nicht hin. Ja, nördlich von uns. Ja, nördlich. Ja, ja, stimmt, ja. Den brauche ich aber auch noch. Achso, dann lasse ich das. Dann lasse ich. Nee, den können wir uns gerne holen. Wir sind jetzt ja relativ in der Nähe. Gucken wir mal, ob wir hinkommen. Und hier ist eine Scherbe Jomax bei mir. Lupp.
Ich markiere es auch gleich. Ja, ja. Davon brauchst du nur 25.000 für das Info. Also ja. Ich habe schon mal 10. 10. Ja. 10. Ja. Ja, da ist schon der Aussichtspunkt. Nein! Muss ich auch springen, ne? Da kann man nicht laufen. Oh, fuck. Oh. Du könntest doch mit der Himmelsschuppe drauf landen. Nee, hab ich nicht geschafft. Hab ich nicht geschafft. Wäre eine Möglichkeit. Fliege mal kurz da zu Drachensturz, Sattel auf einer auf und fliege dann hierher. Könnte ein bisschen dauern. Okay. So, sehr schön. Moment, gibt es da nicht eine Wegmarke? Superham, da müssen wir auch bestimmt durch diesen Tunnel, oder? Können wir nicht vom Vorstoßlager am besten jetzt aus? Ich glaube, ich würde es von da aus probieren. Ja, kann man machen. Das war jetzt, ach so. Von der Wegmarke, Vorstoßlager, ja. Weil wir wahrscheinlich wieder durch den Tunnel müssen. Dann hinzukommen. Drei Stück im Tunnel. Dreck verkaufen nebenbei. Ja, das sieht brauchen wir noch Gold aus. Für die Gildenhalle? Was für Gold? Gold. Goldbahn, Goldklumpen. Weil ich gerade Gold voll hab. Würde ich Bahn machen und dann die Bahn da reinstellen. Ich hole mir die dann, falls eher nicht, ich was brauche. Eher nicht. Okay, eher nicht. Alles klar. Total selten auf Karten unterwegs, wo Gold ist. Also Gold ist bei mir eins der ganz wenigen Sachen, die ich nicht voll habe. Aber überhaupt kein Problem. Aber auch beim Zerlegen bekommst du relativ selten mal irgendwas aus Gold, oder? Das stimmt. Aber man geht ja auch nie aus, also ja, genau. Das läuft einfach nur voll und ist völlig sinnfrei. Das ist ja nur bei Juwelier, meine ich. Ich hab's jetzt schon ausgelöst, ich war so nah dran. Ja, auch Juwelier, also wenn du den einmal gelernt hast, brauchst du ihn ja irgendwie gefühlt auch ungefähr nicht mehr. Machen die Geister euch irgendwie Ärger? Ich wurde in einen Adler verwandelt. Ihr werdet in eine Menge Zeug verwandelt. Lass uns einfach weitermachen. Ganz recht, stellt diese Götzen bei Eule auf. Geister der Wildnis, ich bin Behem Eriksson, Norn der Prophezeiung. Ich bitte um eure Weisheit, damit ich diesen heiligen Ort betreten kann. Stimmen von jenseits der Nebel rufen mich. Ich höre sie. Ich spreche ihre Worte. Als erstes muss man an seine Weisheit und Einsicht glauben. Seht auf dem Schlachtfeld verstreut eure bezwungenen Gegner. Triumph kommt nur, wenn ihr Furcht aus eurem Herzen und Verstand verbannt. Max Tür, Gegenuhrzeiger, Vielfraß, Rabe, Eule, Ochse, okay. Und in seinen letzten Momenten wird euer Gegner eure Wildheit erkennen. Wenn die Geister Wahre sprechen, wird sich der Weg öffnen. Oha, in Ordnung. Habt ihr alles verstanden? Nö, ich habe mir zugehört, nicht, wie immer. Die machen gerade. Okay. Ich habe allerdings auch das Ding, wo wir am Anfang vorstanden, das habe ich noch nicht, aber das ist nicht schlimm, oder? Vier Strophen, vier Statuen. Okay. Gegenuhrzeiger. Ich spreche mal kurz mit Krezia. Das ist hier noch. Ah, bei der kann man nochmal nach den Zeilen fragen. Gut. Jormax-Tür und dann Gegenuhrzeigersinn. Genau. Also. Vielfraß. Und hier kann ich sprechen. Aber noch nicht interagieren. Und jetzt weiter.
Ich hab's. Was ist denn Vielfraß? Wie sieht ein Vielfraß aus? Ah, hier mittendrin kann ich interagieren. Ja, du kannst sie aufheben und musst sie dann in die richtige Pose bringen. Okay, Vielfraß. Rabe, so, ich habe. Das sieht mir nach einem Raben aus. Ja. Zack. Ach, okay, hier unten sind die Dinger. Hä, ich werde immer weggestoßen. Ich glaube, das ist. Das sieht Eule. mir nach Eule aus. Nee, das war falsch. Das ist keine Eule. Gegen den Da muss Uhrzeigersinn. man von vorne anfangen. Viel Fraß. Rabe, Eule. Bitte mal weggestoßen. Dann hast du was Falsches hingepackt. Hier ist noch einer frei. Gott, das ist drängend. Ach, Mist. Ich habe was. Zack. Muss der Ochse hier sein? Was habe ich denn jetzt? Eule. Nee, was ist das? Doch, Eule. Eule dahin. Nee, auch Und weggestoßen. nö. So. Ist das jetzt bei allen fertig oder müsst ihr auch noch? Nee, ich muss auch noch. Ich bin immer weggestoßen. Ach so, Also hier, hier ich ist muss hin. Eule, die ist tatsächlich auf dem Ast. Also jetzt sehe ich das ja auch. Oh, danke, Ah, danke, danke. ja. Ja, scheint anders zu sein, weil ich habe hier tatsächlich Eule. Hier habe ich diesen Raben. Ochse. Oh, Rabe Und hier ist klappte. Warte, warte, Vielfraß. warte. Jetzt habe ich den komischen Vielfraß. Wo kommt der hin? Bei mir kam der Vielfraß hier hin. Ne, da werde ich weggestoßen. Okay. Aha. Oh, jetzt ist mein Rabe auch wieder weg. Ach so. Ja, ich muss immer von vorne anfangen. Oh, das ist ja Kacke. Bam, ihr sagt, ihr braucht die Magie aller vier Geister, um die Ochse. Tür zu öffnen. Ochse, Ochse, Ochse. Also hier ist bei mir Farbe. Beinahe fertig, Bam. Haben wir es? Ich glaube ja. Ich habe die Kraft der niederen Yes. Geister. Jetzt muss nur noch Ochse. Es gibt noch Adler. Wie Was habe ich kommt hier Eule getan? hin? Was habt ihr getan? Diese Magie, das war kein Überbleibsel von Eule, das war Eule. Jomak hat sie verdorben, also hat sie sich von Nebeln abgeschnitten. An die Sie Arbeit! kam her, verbarg sich und ich habe sie gerade Farbe? zurückgebracht. Jomak brachte mehr Magie zum Erwachen. Jetzt hat er Eule wieder. Ephraim, Malice, die Tür ist offen. Geht jetzt. Ich wiederhole, geht jetzt. Ihr habt den Kommandeur gehört. Tretet durch die Vordertür. Scheiße. Kommandeur, tut mir leid, ich habe keine Zeit bei ihm. Ich habe diese Tür geöffnet, nun geht hindurch. Ja, die Geister verlassen sich auf uns, die Welt verlässt sich auf uns. Habe. Und wir werden nicht enttäuscht. Pantheon der Wildnis, genau, abgeschlossen, sehr schön. Muss noch einer? Oder Einer, bist du durch? Okay. ich habe den letzten gefunden. Alles Yeah, gut. yeah, yeah. So, jetzt sabbelt die auch. Sabbeln die auch noch bei dir im Moment. Und bevor wir dann aber durchgehen, würde ich sagen, machen wir dann gleich noch einen kleinen Cut. Aber warten kurz, bis es auch bei dir durch ist.
die sammeln tatsächlich noch ein gutes Stückchen. Die böse Eule, wa? Ja, Ole hat einen neuen Freund gefunden. Ja, ist doch cool. Ah, wir Langzahn, Alter. Ja, du Opfer. Schließen! Okay. Ist offen. Wir können cutten. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.